Matthias wohnt mit seiner Familie in Schleswig-Holstein und ist seit April 2021 stolzer Besitzer einer 28 Kilowatt Peak großen Photovoltaikanlage, die in drei Himmelsrichtungen ausgerichtet ist. In diesem Video betrachten wir Matthias Jahresbilanz 22 und sprechen mit ihm über seine Erträge, aber auch über die Wirtschaftlichkeit. Was hat die PV gekostet? Ist der Eigenverbrauch groß genug oder speist Matthias den größten Teil seiner Erträge ins Netz ein? Wenn euch die erste Folge unserer Winterserie interessiert, bleibt dran und damit moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Erzähl uns doch mal, was hast du hier für eine Anlage? Wie groß ist die? Welche Komponenten hast du verbaut? Ja. Also die Anlage ist 28 Kilowatt Peak groß ungefähr. Ja. Ist verteilt auf drei Dachflächen: Carport Süd, Ja. Haus Ost und Haus West insgesamt. 28 Kilowatt Peak, zwei Wechselrichter, ein Symo, Fronius, ein 20er und ein 5er, die entsprechend aufgeteilt sind. Dann noch den Fronius Smart Meter. Ja. Und ja, als Ladepunkte kommen dann noch hinzu zwei Ladepunkte im Carport, einmal ein Fronius Watt Pilot und dann noch eine OpenWB Series 2. Du hast also quasi alle drei Richtungen abgedeckt, das heißt von morgens über mittags über abends Ja. hast du immer Module, die ideal zur Sonne eigentlich ausgerichtet Ja. sind. Das ist wirklich klasse, weil wenn morgens hier die Sonne hochkommt, Ja. Haben wir keine Abschallung, jetzt zumindest nicht im Sommer und im Herbst und Ja. im Frühjahr auf dem Dach. Und wenn hier die Sonne morgens hochkommt, wir haben schon teilweise um 6:30 haben wir schon unsere 4-5 Kilowatt Peak. Wahnsinn. Ja, ja, das ist schon, ja. Und dann natürlich auch bis in den Abend rein. Ja. Und ja, das läuft wunderbar, muss ich sagen. Ja. Dann erzähl doch mal, wie ist dein PV-Jahr denn gelaufen? Bist du zufrieden oder? Nein, das PV-Jahr ist spitzenmäßig gelaufen. Ich gucke hier mal ein bisschen parallel auf die Tabelle. Und nein, also die Erwartung auch sicherlich bei euch zu Hause, wie generell in Deutschland dieses Jahr oder 2022 war ja ein super PV-Jahr. Ja. Also meine ursprünglichen PV-Soll-Simulationen, ich hatte ja die Anlage selber geplant, ja, PV-Soll. Und hatte dann auch entsprechend die Referenzwerte eingetragen, beziehungsweise trackt die auch dynamisch hier über pvoutput.org. Da lade ich ja dynamisch meine Daten hoch über den Fronius-Inverter, geht das über den Push-Service. Und die Ertragsdaten, die eben in PV-Soll simuliert waren und auch dargestellt waren, ja, die wurden dieses Jahr definitiv übertroffen um 2.000, 3.000 Kilowattstunden in Summe. Oder letztes Jahr in 22. Das sind ja bei dir mehr als, oder fast 10% Ja, bei genau. deinen Erträgen. Ne? Ja. Ja. Ja, es war natürlich ein super Jahr. Also bei uns war es nicht das beste Jahr, erstaunlicherweise. Bei uns war 2020 besser, aber ich habe jetzt von ganz vielen anderen gehört, dass 2022 das beste Jahr war. Also zumindest, ich sag mal, 18 war bei einigen noch besser. Ja, da bist du ja gleich gut eingestiegen. Im Definitiv. ersten kompletten Jahr, ne? Ja, gut, jetzt im Tal der Tränen, das zeigt ja auch die Tabelle. Läuft das natürlich nicht so gut, aber überall natürlich auch nicht gut. Aber bei uns schaut es auch so aus nachher. Wir sind auch noch in der Abschattung in der Nachbarliga, die auf Süd steht. Aber ab Mitte, Ende Februar, spätestens Anfang März dann, wenn die Sonne wirklich übers Dach springt vom Nachbargebäude, sind wir auch nicht mehr in der Abschattung. Und dann sieht man auch an den Zahlen, dass wir dann auch im März 22 extrem Anstieg hatten dann in der PV-Leistung. Was bei Matthias sofort auffällt, das sind die beiden blauen Kurven, die deutlich über dem Rest herausragen. Das sind einmal die Erzeugung und die Einspeisung. Und man sieht hier, die sind einfach deutlich über der Verbrauchskurve zum Beispiel. Und das ist klar, Matthias hat eine sehr große Anlage.
Er verbraucht nicht gerade wenig, 12.282 Kilowattstunden im Jahr. Mit der Komplettelektrifizierung seines Haushalts, mit der elektrischen Fußbodenheizung, mit den Durchlauferhitzern und den jetzt drei Elektroautos, da hat er natürlich schon einen enormen Verbrauch. Aber trotzdem steht er noch weit drüber mit der Erzeugung, mit der Einspeisung. Und dann sieht man auch schon 25.300 Ertrag und 12.282 Verbrauch. Matthias schickt das Ganze ins Netz und holt sich dann quasi das Geld für den Winter wieder raus. Ja, das können wir jetzt auch hier nochmal sehen. Knapp 6.000 Kilowattstunden Netzbezug. Wenn wir jetzt mal die 40 Cent von der Strompreisbremse nehmen, dann sind das rund 2.400 Euro, die er an Strombezugskosten hat. Und die gleicht er fast komplett mit der Einspeisevergütung von 1.690 Euro wieder aus. Das heißt, Matthias ist jetzt schon, während die Amortisationszeit der Anlage noch läuft, schon runter auf unter 1.000 Euro Energiekosten im Jahr. Und das ist eigentlich das Ziel mit der Photovoltaikanlage. Das hat er sehr clever gemacht. Speicher hat er sich gespart und die große PV aufs Dach gesetzt und trotzdem einen Autarkiegrad von 51,38%. Und jetzt ist natürlich die große Frage, will er sich nicht vielleicht doch einen Speicher holen? Und was kann er mit dem Speicher noch rausholen? Und das hören wir doch jetzt mal, was er dazu sagt. Was natürlich ganz gewaltig Spaß bringt, ist eben auch hier zu Hause mit den drei Elektroautos entsprechend PV-Überschuss laden. Das funktioniert sehr gut. Ja. Weil wir eben auch hier eben tagsüber zumindest zumeist die Möglichkeit haben zu laden. Auch eben meine Frau am frühen Nachmittag von der Arbeit zurück ist. Und das funktioniert sehr gut. Laden die auch gleichzeitig die Autos oder eins nach dem anderen? Wir laden gleichzeitig, aber meine beiden Ladestationen, die OpenWB Series 2, die ich habe oder die wir haben, und der Fronius Radpilot, die können ja beide für sich PV-Überschuss laden, auch mit der dynamischen Phasenumschaltung, aber kommunizieren nicht miteinander. Und dann läuft das meistens so, dass ich dann eine Ladestation auf dem festen Ladestrom einstelle und die zweite dann im PV-Überschuss eben dynamisch regelt. Aber ich werde mir jetzt auch überlegen, das habe ich auch in der Planung, jetzt meinen Ladestationshof vielleicht nochmal in 2023, bin da jetzt auf dem Weg, dann nochmal auszutauschen, weil ich mir jetzt auch nochmal ein entsprechendes Energiemanagementsystem angeschafft habe. Solarmanager aus der Schweiz. Kann man gerne mal nachgoogeln. Finde ich auch ein sehr gutes Tool. Ist natürlich nicht ganz kostenlos, aber eine Anschaffung, preislich liegt das, glaube ich, aktuell bei 750 Euro und dann ab dem zweiten Jahr ist auch eine Subscription über roundabout 40 Euro im Jahr. Aber es ist für uns jetzt wirklich eine sehr gute Lösung, wie ich das sehe, weil dann auch dort eben entsprechend validierte Ladestationen eben auch in der Phasenumschaltung entsprechend gesteuert werden. Ich mache hier mittlerweile auch recht viel mit Shelly-Schaltern, die dort auch eingebunden werden können. Wir sind ja hier ein reines Stromhaus. Wir haben keinen Wasserkreislauf für Heizung oder Warmwasser. Ich erinnere mich, die elektrische Fußbodenheizung. Die elektrische Fußbodenheizung, genau. Ja. Und mittlerweile, mein Background ist ja auch nur ursprünglich Elektriker gewesen, Techniker, Industrieelektronik. Ich hatte jetzt hier in 2022, gerade für die Übergangszeit, da werde jetzt das Herz bluten, aber da hatte ich dann zwei Nachtspeicheröfen angeschafft, gebraucht, Stiebel Eltron. Ja. 2 kW, einphasig, mit jeweils drei Heizkreisen intern. Die werden jetzt auch zumindest bis Ende Oktober für die Übergangszeit für uns eine prima Lösung gesteuert im PV-Überschussladen. Dann eben auch später über den Solarmanager in der Anwendung. Ja, du versuchst also alles zu automatisieren. Was geht bei euch? Alles, alles. Und dann kommt es natürlich nachher auch, was der Solarmanager mitbringt, ist dann eben auch Lastmanagement. Am Einspeisepunkt, dass du eben auch nicht Gefahr läufst, entsprechend deinen Netzanschluss zu überlasten, wenn du mal zwei Autos gleichzeitig lädst. Und wenn dann meinetwegen noch der Durchlauferhitzer mit reinknallt, dann trotz 63 Ampere hier im Hausanschluss, Absicherung, also relativ groß, läufst du natürlich Gefahr, bei entsprechenden Verbrauchern dann den Hausanschluss zu überlasten. Und wenn dann eine Panzersicherung rausfliegt, bis der Elektriker dann hier ist, die dann auswechselt, das wäre doch ein wenig ungünstig. Ja, auch im Winter, das glaube ich auch. Ja. Im voll elektrisierten Heim, ja. Und selber mache ich das nicht mehr. Du weißt selber, in der Panzersicherung, da brauchst du spezielle Tools mit dem
Sag schon, mit der Zange und mit dem Handschuh und nein. Aber ist bei uns auch bisher noch nicht vorgekommen. Ja. Du hast hier die große PV, das heißt, du kannst deine Autos auch parallel dreiphasig laden, das kriegst du auch hin, ne? Ja, klar. Überhaupt kein Problem. Ne? Das geht halt nur, wenn man die Power auf dem Dach hat, ne? Ja, und wie gesagt, was habe ich jetzt hier in Spitzenleistung? Das ist ja begrenzt dann durch die Wechselrichter, durch die beiden, die ich da habe, Fronius. Also Spitzenleistung, die wurde auch erreicht, also mal dann im Sommer, wenn die Sonne gut steht, und ja, bei guten Verhältnissen. Also 25.000 Watt kommen dann schon mal. Ja, wollte ich gerade sagen, 25 kW können die beiden hier zusammen. Ja. Und die erreichst du auch. Die erreiche ich auch, ja, definitiv. Beeindruckend. Wo wir uns jetzt gerade noch versuchen anzufreunden, wir haben einen der ersten MG4 abstauben können hier, Luxury. Super. Und der gefällt uns auch sehr gut, obwohl er natürlich jetzt mit dem Fahrerassistenzsystem generell mit Tesla noch nicht vergleichbar ist. Mhm. Aber ansonsten ist das auch meine Empfehlung, klasse Auto, gibt es ja auch genug YouTube-Beiträge darüber. Von entsprechenden Influencern, Kollegen deinerseits auch dort. Und ja, meinerseits, ich bin ja eher, wenn ich über Autos was sage, dann schlafen alle ein. Da fehlen mir die Emotionen für. Ja, aber und dann haben wir ja noch den Twingo ZE hier für Nahverkehr. Und den kennen wir ja noch von unserem Besuch bei dir. Ja. Den kennt ihr von eurem Besuch und der wird uns auch sehr lange erhalten bleiben mit Sicherheit, weil das ist eigentlich auch mit unser Lieblingsauto für den Nahverkehr hier. Oder auch für meine Frau zur Arbeit nach Bad Bramstedt hier die 17, 18 Kilometer hin und zurück immer zu schaffen, auch im Winter. Ja. Aber eben auch schnell reingesprungen, der ist sowas von wendig. Also das ist ein tolles Auto, muss ich sagen. Mhm. Aber es, wie gesagt, Ladeleistung und Reichweite sind natürlich dann auch speziell im Winter dort begrenzt. Ne? Ja. Und eure Fahrleistung insgesamt elektrisch hat sich jetzt aber auch erhöht dann? Ja, definitiv. Ne? Mhm. Ja, nein, die wird sich erhöhen. Wie gesagt, ich hatte jetzt noch einen Dienstwagen gehabt auf Verbrennerbasis, aber der jetzt eben ausgetauscht wird. Und es wird nochmal, wir hatten jetzt schon auch in 22 ungefähr 20.000 auch solargeladene Kilometer. Ja. Mit den E-Autos, mit den abgerissen. Und das wird jetzt nochmal in 23, jetzt ab nächsten Monat wird das nochmal um einiges steigen dann auch. Auch bei mir im Außendienst dann entsprechend werde ich dann eben auch dann dort mehr Kilometer zusammenbekommen. Mhm. Ist die Frage, wie sich das auf deinen Autarkiegrad auswirkt. Der ist jetzt bei knapp 50%. Ich habe festgestellt, als wir das E-Auto nur noch zu Hause geladen haben, ist er natürlich gesunken, weil wir natürlich im Winter dann fast alles aus dem Netz geholt haben. Da hast du ja eine etwas bessere Ausrichtung deiner Anlage, also weniger Ausrichtung, aber von der Verschattung her. Was denkst du, wird sich der Autarkiegrad noch erhöhen oder durch den Winter dann eher auch wieder abschwächen? Kannst du da was zu sagen? Na, ich denke, der Autarkiegrad gefühlt geschätzt, das werden wir ja sehen, dann Ende 23. Ich könnte mir vorstellen, mal 4-5%, dass dann nochmal hochgeht, so auf die Anfang 60 vielleicht. Das werden wir dann sehen. Hatte noch einen Punkt gehabt, was vielleicht auch interessant ist, nochmal so als generelle Info. Vom Fronius Webportal hatte ich ja auch die Premium Konnektivität dort gehabt, den Premium-Zugang, hatte jetzt auch nochmal Ende 22 nochmal rückwirkend simuliert, das bringt Fronius eben mit, den PV-Speicher, was der uns in verschiedenen Konstellationen hätten einen gehabt, auch die historischen Daten, die ja bei Fronius vorliegen im Portal, wurde das nochmal simuliert, das dauert auch ein, zwei Minuten, meine ich. Im besten Fall hätten wir ungefähr 1800, also 1850 Kilowattstunden Ersparnis gehabt oder weniger Netzbezug. Aber das ist wirklich nicht relevant oder jetzt ein Treiber für uns, dass wir jetzt Speicher uns anschaffen würden, auch noch nachträglich. Die Amortisation auch jetzt speziell kommt eben über die GE-Autos. Das ist ja ein Treiber. 1800 Kilowattstunden, sagst du, was hast du, oder ich nehme jetzt einfach mal die 40 Cent von der Strompreisbremse, da wären wir bei, wenn ich es jetzt mal überschlage, wären das schon, was haben wir denn da, 720 Euro? Nee, so viel kann es nicht sein. Mal 40 Cent, doch. Rechnet 2000 Kilowattstunden mal 40 Cent, sind das dann 800 Euro im Jahr. Ja, und da geht ja dann von weg die entgangene Einspeisevergütung. Genau.
Rechnen wir lieber mal mit 30 Cent noch mit. Du bist ja auch in der Regelbesteuerung, richtig? Ich bin in der Regelbesteuerung, genau. Ja, genau. Dann können wir da auch nochmal von den 40, können wir nochmal 5, 6 Cent wegnehmen. Dann sind wir noch bei, naja, sagen wir mal 25 Cent mal 2000 wären 500 Euro, die dir der Speicher im Jahr wieder reinholen würde. Ja, das Ja. wären. Du hast ja einen neuen 3er Aber Resochem genommen, den LG habe ich gesehen. Boah. ja, genau. Würde sich so drum kriegen, den wirst du jetzt so für 8.000, 9.000 kriegen. Schätze ich mal, gut, du brauchst natürlich dann noch den Hybridwechselrichter. Ja, der Umbau wäre natürlich in deinem Fall, da hätte man gleich den Hybridwechselrichter nehmen müssen, sonst lohnt sich das alles Das nicht mehr so wirklich. sind zusätzliche Ressourcen, sorry, verschwendet werden, wenn ich Ja. das mal so sage. Ja, ist ja auch richtig. Ich muss darauf hoffen, dass das Teil 10 Jahre hält. Ich bin dann irgendwann nach ein paar Jahren aus der Gewährleistung raus und, und. Und da bist du auch nur bei Ich 5.000 Euro und dafür kriegst du ihn nicht. Nein, genau. Eben. Ja, Das ist und das. Und selbst wenn du 20 Jahre rechnest, bist du bei 10.000 Euro. Das wird auch knapp mit einem 10 ja. Kilowattstunden Speicher plus Hybridwechselrichter. Das wird auch nichts werden. Also von daher alles richtig gemacht. Ich habe mir die Zahlen angesehen. Du holst natürlich einen guten Teil deiner Amortisation durch die Einspeisevergütung. Trotz nur, du hast 7,9 Cent, glaube ich, ne? Netto sind das, glaube ich, in der Mischkalkulation irgendwie 7,55 Cent Oder so, ja. und brutto dann über 8 Cent oder so. Ja, klar. Und aus der Einspeisevergütung, ja, und ich nenne eben diese ja eigentlich überdimensionierte PV-Anlage mit der extremen Einspeisung, die wir haben. Was haben wir denn hier? Einspeisung, hast du das irgendwo vorliegen? Netzeinspeisung in 22 fast 19.000 Kilowattstunden. Ja. Ich nenne es mal Eurospeicher. Ne? Ich speichere die Euro für den Winter, für die extremen Bezugskosten, die wir im Winter haben, eben im Tal der Tränen. Und das Ja. ist eine Rechnung, die für uns sehr gut aufgeht und ja, was ich jetzt auch nicht ändern würde. €31.900 Euro hat er investiert. Dann haben wir hier noch die Betriebskosten, Versicherung und Komponententausch mit drin. Und dann kommen wir auf Gesamtkosten für die Anlage von knapp 38.000 Euro. Und das bedeutet, mit 3.386 Euro hat er schon 8,85% der Amortisation im ersten Jahr geschafft. Das heißt, es geht dann so Richtung 12, 13 Jahre. 2022 war ein sehr gutes Jahr. Es wird nicht jedes Jahr so gut sein. Aber ich denke, 12, 13 Jahre, dann hat sich die Anlage amortisiert. Und dann läuft sie ja noch 20 Jahre weiter. Und dann hat er immer noch die 3.386 Euro. Vielleicht dann auch ab 20. Jahr mit der Direktvermarktung. Vielleicht auch schon früher. Und damit deckt er dann schon seine Netzbezugskosten im Winter einfach ab und hat dann sogar noch ein Plus. Das heißt, er macht mit Energie noch ein Plus. Und in Zeiten steigender Energiepreise ist das einfach eine sinnvolle, clevere Alternative, das so zu machen. Große PV, er hat den Speicher weggelassen, er kommt auf 50% Autarkiegrad. Dieser Amortisationszeitraum wird übrigens auch von einer Simulation vom PV-Sol bestätigt, die Matthias vor dem Anlagenkauf durchgeführt hat. Und in Verbindung mit der E-Mobilität soll die Amortisation der Anlage sogar noch schneller vollzogen sein. Da geht es dann schon eher in Richtung 10 Jahre. Man muss natürlich hier immer gucken, dass man die Mobilität und die PV nicht doppelt rechnet. Also entweder rechne ich die Amortisation dem E-Auto zu oder der Photovoltaikanlage. Beiden geht nicht. Und wenn Matthias jetzt sagt, ich rechne es der Photovoltaikanlage zu, dann verkürzt sich der Amortisationszeitraum halt nochmal um 2 bis 3 Jahre. E.ON hat uns ja jetzt auch die Preiserhöhung reingehauen zum 1. März von, ich meine, was wir jetzt hatten, ca. 30 Cent auf 55 Cent. Ich habe jetzt die Gelegenheit genutzt, auch im Zuge Strompreisbremse auf 40 Cent jetzt mal testweise zu Tibber zu wechseln. Das geht jetzt ab 2. März, glaube ich, los. Hatte ich die Benachrichtigung bekommen von Tibber. In dem Zuge noch zu dem ja, Durchschnittstarif, den Tipper anbietet, also monatliche Abrechnung im Durchschnitt der Preisgestaltung dort. Hätte auch gerne getestet oder mit in Gebrauch genommen den Tipper Puls, den Lesekopf für den Zähler. Ja, also mit Tipper und SH-Netz, da ist unser aktueller Logarex-Zähler nicht kompatibel laut Kompatibilitätsliste Tipper.
Hatte jetzt diesbezüglich Schleswig-Holstein jetzt angeschrieben, ob die vielleicht mit einem kompatiblen Zähler dienen können im Austausch. Falls das nicht möglich sein wird, schaue ich nochmal alternativ bei Schleswig-Holstein Netz. Haben sie wohl auch schon in der Möglichkeit im Portfolio intelligentes Messsystem. Was ich aber natürlich vermeiden möchte, weil ich habe es noch nicht gecheckt, werde ich dann noch klären, natürlich entsprechende Kosten dann noch zusätzlich auftreten. Soll ja jetzt gedeckelt werden, hat Habeck gesagt. Ich glaube, 20 Euro pro Jahr. Okay. Das will er noch machen. Von daher, also da müssen wir abwarten, was da kommt. Aber er hat es angekündigt, dass er da wirklich einen Deckel draufsetzen will. Ja, Weil er das ja. ja auch forcieren will. Er will ja auch weg von diesem Marktintegrationsmodell, dass drei verschiedene Modelle verfügbar sein müssen. Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit, hat er wohl auch rausgeschmissen. Okay. Er will jetzt wirklich da forciert rangehen. Und ja, gucken wir mal, was da kommt. Aber kleiner Spoiler, wenn du noch nicht auslesen kannst, ich kündige schon mal das Sonntagsvideo an, dann kannst du bei uns schon mal gucken, wie es funktioniert, weil bei uns hängt der Puls schon auf dem Zähler. Ja, klasse. Und wir wollen im Februar schon starten damit und dann mal zeigen, wie man mit variablen Stromtarifen umgehen kann. Ja, genau das ist das auch. Ich nehme an, du hast dann auch schon deinen Tesla mit angemeldet dort im Natürlich. Tipper-Account. Das habe ich auch schon gemacht, Ja. rein testweise. Was habe Genau. ich noch drin? Ich habe schon die Fonius PV dort mit drin. SMA ist drin. SMA ist auch mit drin, hatte ich gesehen. Ja. Ja, es ist wieder eine nette Geschichte, um mal wieder ein bisschen rumzuspielen und um zu gucken. Vor allen Dingen ja auch risikolos, wie ich das sehe im Augenblick aufgrund der Strompreisbremse. Ja. Richtig, ich will ja auch 52 Cent und auch da kurze Kündigungsfristen, von daher immer kein Risiko ein. Aber dazu am Sonntag mehr im Video. Ja, klasse, freue ich mich drauf. Ja, super. Ja, ein schönes Beispiel zum Auftakt unserer Serie lohnt sich deine PV. Matthias mit großer PV, ohne Speicher, 50% Autarkie und wirklich wirtschaftlich das Ganze aufgebaut. Und ja, so kann man es machen. Das ist das Ziel. Er erzeugt wesentlich mehr Energie, als er verbraucht. Nicht jeder hat so viel Dachfläche wie Matthias, das ist klar. Er hat ja auch noch das Süddach auf der Garage drauf. Und er hat natürlich ein gut ausgerichtetes Ost-West-Dach und da geht halt auch viel bei ihm drauf, aber trotzdem Dach voll machen und dann über die Einspeisevergütung noch was reinholen. Ohne Speicher sollte das eigentlich immer wirtschaftlich sein mit einem vernünftigen Angebot. Mit Speicher muss man dann immer sehen. Wir haben es ja durchgerechnet mit Matthias und er hat es ja auch sogar simuliert. Spannende Sache, was Fronius da über den Ohmpiloten anbietet. Und das zeigt halt ganz klar, auch mit der großen Anlage kommt er mit dem Speicher einfach nicht wirtschaftlich hin. Das läuft einfach nicht und so hat er alles richtig gemacht, denke ich. Ich sage mal, Speicher macht Spaß, aber Speicher ist nicht wirtschaftlich. Das haben wir, glaube ich, hier wieder belegt im heutigen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen da und abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Wir werden in weiteren Serienteilen mal die anderen Anlagen derer unter die Lupe nehmen, die wir schon vorgestellt haben. Gucken mal, wie sieht es mit der Wirtschaftlichkeit denn da aus, weil das ist ja auch für viele gerade in der heutigen Zeit auch wichtig, dass sie da auch wirtschaftlich agieren. Und deshalb, je mehr Vergleiche man hat, desto besser kann man die Sache auch einschätzen. Wenn ihr bei Instagram mal vorbeischaut, dann guckt mal bei Gewaltig Nachhaltig, da findet ihr uns auch, da kündigen wir auch mal Sachen an. Und ansonsten danke ich für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.